Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Ja, beim letzten Mal hatten wir einen Kampf mit Axanthor. Ja, Kai hat mir seitdem Tipps in den Kommentaren und nochmal über Discord zu Pokémon gegeben. Kein Joke. Er hat mir nochmal ein paar Sachen aufgeklärt. Zum Beispiel, ich hätte auch einfach bloß drücken können, um den Status bzw. den Typus von Axanthor zu sehen im Kampf. So. Und er hat mir auch gesagt, hinterher wird es schwieriger, den Pokédex zu füllen. Ist zwar ein kleiner Spoiler, aber wenigstens muss ich mich da nicht schlecht fühlen, wenn ich hier Osquin versuche, den Pokédex vollzukriegen, weil das wird offenbar... das wird sehr schleppend hinterher, wurde mir gesagt. Aber ich habe jetzt schon Mitgliedsrang 4. Das ist geil. Nice. So, jetzt kann ich Zentnerbälle einsetzen. Ich habe noch nicht mal Pokémon Level 50. Ich habe noch nicht mal 40er oder 30er. Jetzt kann ich die Zentnerbälle herstellen, Apfelkoko, Eisenbrocken und Schwarzglanzstein. Halt einfach die besseren davon, ne? Und Hypertrank. Dafür brauche ich nur eine Vitalknospe und einen Supertrank. Als ob ich meine Pokémon nicht so schon momentan gut genug heilen kann. Darf ich direkt nochmal übertreiben. So. Oh, seltenes Ponyta gesichtet. Das sind so eine Mission, die sollte ich auch mal machen. Die frechen Beedles zum Beispiel, die habe ich offscreen gemacht. Hab ich genügend Geld, um... Ja, ich habe auf jeden Fall genügend Geld, um bei dir mal meine Taschen ein bisschen zu erweitern. Das klingt nämlich nach einer guten Idee. Nach der langen Zeit. Ich gebe jetzt mal mein ganzes Geld bei dir aus, damit meine Tasche mal ordentlich voll ist. Dann kann ich nämlich zum Beispiel auch diese Amulette, die ich mir bei der einen Tante da gekauft habe, mal mitnehmen. Weil da sind echt nützliche drunter. So, einmal noch. Ich habe übrigens seit dem letzten Mal auch ein bisschen Superbälle gefarmt. Also nicht sehr viel, aber ein bisschen. So. Das nächste kostet 6000. Ich glaube, das kann ich mir auch gleich noch leisten. Aber jetzt gehen wir erstmal nach oben. Ich muss nämlich ganz oben einmal hin. Da will hier jemand nämlich was von mir. Nämlich er. Meine hervorragende Arbeit. Ich habe bereits erfahren, dass du das in Rage verfallene Axanthor besänftigt und den Frieden wiederhergestellt hast. Ich hatte für den irgendeine andere Stimme, aber ich weiß gerade nicht mehr, welche das war. Obwohl du für uns eine bloße Fremde bist, die vom Himmel gefallen kam, hast du der Galaktik-Expedition vorbildlich gedient. Im Übrigen, das verwirrt immer noch manche, soweit ich das bemerkt habe. Ich habe nur den weiblichen Charakter, weil mir die Haare vom dem Jungen zu kurz waren. Ich hasse Kurzhaarfriesen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden, der auf der Straße rumläuft mit einer Kurzhaarfriese, deine Frisur ist scheiße, mach dir lange Haare. Nein. Ich mag es einfach nur nicht selber, so kurze Haare zu haben. Ich finde das mega hässlich. Wenn es euch steht, kann sein. Ist mir egal. Aber bei mir selber will ich keine kurzen Haare. Wollte ich nur noch mal aufgeklärt haben. Allerdings ist es damit noch lange nicht getan. Wie man hört, sind auch in anderen Gebieten Hisuis Könige und Königinnen in Rage geraten. Deshalb musst du auch weiterhin Pokémon erforschen und dich für Jubeldorf nützlich machen. Doch genug geredet. Die anderen Mitglieder des Forschungstrupps sind jetzt wohl schon in der heißen Kost. Du solltest dich ihnen anschließen. Ich habe der König des Waldes abgeschlossen. Ja, Hauptstory-Mission ist jetzt nicht so, dass man was dafür kriegt. Ich nehme wie hinter die üblichen Kartoffeln. Ach, ich lese ab hier jetzt mal nicht vor. Aber ich bin auch mal jetzt in aller Munde. Ja, ich bin auch der einzig kompetente Pokémon-Trainer hier. Aber ich finde es schön, dass das hier nicht so Standard, ja, Pokémon kämpfen etc. war, sondern dass ich halt wirklich auf den Gegner auch mal wirklich achten musste, was er macht. Ansonsten war das ja einfach nur, ja, ich habe einen Typenvorteil. Fertig aus.
Oh, noch eine Anleitung. Rauchkugeln. Rauchknolle und Rundblatt. Ich glaube, ich habe das eine nicht. Habe ich dieses komische Rauchzeug? Aber ich glaube, irgendwie Rundblatt habe ich. Hä? Okay. Na klar, komme ich kurz mit. Aber wer bist du? Können wir wirklich hier vor dem Baby zerreden? Das bleibt bitte unter uns, ja? Das Una geht in Hisui um. 100 Jahre ist es her. Da wurde ein gewisser Unruhestifter für seine Missetaten versiegelt. Ah, okay. Ich soll ein Siegel wieder instand setzen. Was muss ich tun? Warum soll ich Lügenmärchen sagen? Hallo, ich bin durch die Zeit geflogen. Da glaube ich dir auch den Scheiß. Ein Spiritkern? Was soll ich damit? Wahrscheinlich das Siegel auf. Krippuk! Ich muss meinen Krippuk zusammenstellen. Aus 107 von den Dingern. Ja toll, jetzt muss ich mir einen Krippuk zusammensammeln. Im Übrigen, ich konnte doch noch irgendwie hinter die Höhle. Man konnte an eine Stelle über das Wasser sprengen und dann konnte man hinter die Höhle rennen. Aber da sind so starke Viecher, dass die mich halt insta gekillt haben. Beziehungsweise ich nur fliehen konnte. Ah, da. Ich soll diese Geisterlicher berühren. Ja, das mache ich mal, ne? Ich brauche ja keinen Schlaf. Ein Teil von Krippuk eingesammelt. Ist schön, wenn man so viel über die Pokémon-Lore weiß, ne? So, ich habe mein Bild vom Avatar ein bisschen angepasst. Ja, ich habe gesehen, wie es eingesogen wurde. Ja. Ah, okay, ich krieg sogar was dafür. Das ist wahrscheinlich eine Mission, die sich über das gesamte Spiel zieht. Aber sich wahrscheinlich auch mega lohnt. Okay, bereit für neue Taten. Ich wüsste gerne, wie gut die Zentnerbälle sind. Oh, wer bist du denn? Ach, du kommst mir bekannt vor. Wer warst du in der Neuzeit? Ich meine vom Silber und Gold. Diese Person, die einen am Anfang aufgeregt hat. Also der Rivale vom zweiten Spiel. Von der zweiten Gen. Was? Manche haben Angst vor mir? Obwohl, du bist ein Mädchen, ne? Ja, ist eine Wächterin. Ach, von wem bist du nochmal? Das ist auf jeden Fall meine Hauptmission. Die Troller. Was willst du von mir? Ja, das wäre mir sehr genehm. Ach ja, im Übrigen, ich konnte bei dem Tischler da hinten noch mal ein paar Rezepte kaufen. Und das habe ich auch getan. Das war jetzt aber nur so für so Köder und Sachen, die ich eh noch nicht herstellen kann. Munterreis, wo kriege ich den Munterreis her? Kriege ich das bei dir her? Ich kann euch die Anleitung ja mal zeigen. Einmal die Superarznei, kann ich aus der Arznei was herstellen. Den Reisköder. Und die die Treffervitamine. Die habe ich mir geholt. Kann ich bei denen den Reis kaufen? Rundblatt sagte ich doch, kann ich mir holen. Ich will nur mal kurz gucken.
Die Amulette hier, meine ich, die würde ich dann jetzt ab sofort mitnehmen. Ich gucke gerade nur, ob ich mir hier irgendwie ein bisschen Geld machen kann, aber scheinbar nicht. Ich würde mir auch mal eben kurz einmal diese Zentnerbrille gerne herstellen. So. Hast du neue Friesen für mich? Ja, stimmt. Ich bin immer an modischer Kleidung interessiert. Ein Hippopotas. Okay. Ein männliches und ein weibliches Hippopotas. Ja, die sehen halt wirklich unterschiedlich aus. Die scheinen aber auch hier einen Auftrag für mich zu haben. Ich habe übrigens auch offscreen irre viele Star Lilies gefangen und noch nicht abgegeben. Das mache ich nach der Aufnahmesession hier. Die Stirnbänder sind neu. Ich gucke mal lieber hier bei den Hemden. Ich will mal einfach mal reingucken. Ab und zu können wir das ja mal machen. Die festliche Hose ist neu. Und der Anzug, der mega scheiße aussieht. Ha, du hast wenigstens mal Schuhe für mich. Ach so, die habe ich sogar schon gekauft. In einer Farbe. Fällt mir jetzt erst auf. Schon vergessen. So. Erstmal sortieren. So. Und die Talismane nehme ich jetzt alle mit. Weil die Status-Talismane, die verhindern, dass ich Status-Effekte abbekomme. Die Wahrungstalismane, die verhindern, dass ich mehr Items verliere, wenn ich sterbe. Und durch das Schuss-Talisman halte ich generell mehr aus. Also alles, was nützlich ist. Habt ihr das jetzt auch mal gesehen? Wer seid ihr eigentlich? Ah, hier kann ich andere Sachen kaufen. Ich kann nicht zum Beispiel die Schädlinge kaufen. Warte mal, hast du ein anderes Angebot? Ein Himbeeren-Set. Ich erfahre erst, was es damit auf sich hat, wenn ich es gekauft habe. Na gut, dann kaufe ich es einmal. Einfach nur, um zu gucken. 10 Himbeeren. Einfach nur 10 Himbeeren, okay. Ansonsten nichts Besonderes. Ich glaube, heute werden wir keinen Kampf erleben. Die sind nämlich direkt nach oben. Wo wir gerade eben beim Thema Tasche waren. So, habt ihr jetzt auch mal sortiert. Und das gebe ich mal Arboretus, dann ist es Level 30. Kann ich auch den. Ja, Filinare kann es nehmen. Ich habe mir übrigens noch ein Evoli gefangen. Keine Sorge. Weil eigentlich will ich ja eher Nachthara haben. Und darauf ziele ich ab. Ein Nachthara und ein Cyana. Das wäre mein Dream. Ich mache mich mal für dieses Gespräch einfach mal weg. Usaluna. Es können auch noch andere Pokémon in Rage geraten. Okay, interessant. Ursalunas. Eine Weiterentwicklung von Ursaring? Eventuell. Diese Clans, ne? Eine neue Mission für mich. Ich muss jetzt zum Roten Sumpfland. Okay. Okay, mit meinem jetzigen Mitgliedsrang kann ich da sogar hin. Ach so, ich dachte, da will einer was von mir, aber nur Abra war es, der laut gedacht hat.
Hier sind noch ein paar Nebenquesten, die nehme ich mal eben kurz mit. Weil die haben bestimmt mit dem roten Sumpfland zu tun. Hm? Zierwürfe? Okay. Das mache ich auf jeden Fall heute noch. Da hätte ich Bock drauf. Alter, gibt's viele Lehmquesten gerade. Was denn? Ein rotes Irrlicht. In der Windpassage. Nee, ich glaub ihr. Ich überlege gerade nur, welches Pokémon das hätte sein können. Es gibt viele Geister-Pokémon und es gibt viele Feuer-Pokémon, die der Beschreibung passend sind. Nachts in der Windpassage, das rote Irrlicht. Bei dir irgendwas mit Pokémon. Ich erinnere dich an deine Großmutter. Dein Ernst, sehe ich so alt aus. Eine enge Freundschaft. Ja, prüf einfach mal mit Arboretos. Die Freundschaft sollte on fly sein. Guck mal, eine Nebenmission sogar direkt abgeschlossen. Aber was habe ich davon? Ich habe jetzt nur einen Sonderbonbon bekommen. Ich habe nie verstanden, wie sehr es einen bringt. Sich mit dem Pokémon zu verstehen. Ich weiß, ja, man kriegt am Ende so ein Band, aber wirklich ein Genütz hat das nicht. Guck mal, ich kann wieder eine Mission direkt abschließen. Easy. Und dafür kriege ich Leistungssand. So, hier ist noch eine Nebenmission und da links war noch eine. Ich finde es schön, dass ich manche Nebenmissionen instant abschließen kann. Die habe ich höchstwahrscheinlich. Was willst du denn für Blätter? Ich muss dann mit jemandem erst reden. Okay. Ach ja, ich habe bei dir ja was angebaut, ne? Okay. Du willst ein Pokémon von Typ Boden. Sollte ich eigentlich haben. Ich habe auch ein paar Damiplexe oben auf dem Berg gefunden. Hier ist übrigens das Evoli. Als ob ich kein Boden-Pokémon habe. Das mache ich offscreen. So, dann gib mir mal die Ernte. 32 Aprikokus kriege ich dafür. Mach mir einmal Heilkräuter. Ich will einfach mal gucken, wie viel Heilkräuter ich dafür kriege. Achso, mir fehlen genau 9 Poké-Dollar. Auch gut. So, wo ist der Zielwerftyp? Der wollte auf dem Übungsplatz was von mir. Wo ist der denn jetzt? Steht der vielleicht immer noch da vorne? Dann kann ich ihn doch mal eben kurz ansprechen gehen. Wartet, ich suche mal eben kurz in der Liste. Da, hier war es. Missionsliste. Nein. Übe dich im Ziel werfen, das war's. Ah, da soll ich hin. Das will ich halt eben kurz noch machen. Das dauert nämlich wahrscheinlich auch nicht lang. Solange es nur Pokebälle sind. Einfach Luftballons abwerfen, ne? Und endlich Pokebälle. Passt doch.
Komm. Ich muss 10.000 Punkte schaffen. Habe ich schon, glaube ich. Vier auf einmal. Passt doch. Alter, ich habe die 10.000 schon geschafft. Muss man ein bisschen niedriger zielen. Außer da vielleicht. Ich glaube, die Gelben bringen mehr Punkte. Bin schon gespannt, was ich dafür bekomme. Alter, habe ich viele Punkte. Mission sowas von geschafft, ey. Das ist ja leichter als dieses eine Sprint-Teil. Aber macht Spaß. Und ist halt auch mal was anderes. Fast 100.000 sogar. Ich habe dafür 3 Zentnerbälle bekommen. Eine verbesserte Version des Schwerballs. Ja, die benutze ich sogar sehr häufig. Die Schwerbälle. Ich hätte für Superbälle und ein Nugget bekommen. Ja, das kann ich nutzen, ne? Ja, Leute. Das war's dann aber jetzt mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!